Deutsche humanitäre Hilfe Nagold. Sie bringen Hilfe in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Tausende Kilometer auf katastrophalen Straßen. Hilfe, die ankommt. Unterwegs in Tschechien. Erste Abladestelle liegt bei Brünn. Nach einer Übernachtung auf dem Rastplatz komme ich am frühen Morgen dort an. Gemeinsam laden wir aus. 500 Meter Fußweg. Paket für Paket kommt in die Gemeinde. Auf der Weiterfahrt holt mich der Schnee ein. Ich genieße es. Quer durch Ungarn geht's an die rumänische Grenze. Hier waren die Straßen frei. Ich komme gut voran. Doch an der Grenze ist ein langer Stau. Rumänien ist zwar Schengenland, es gibt nur eine Passkontrolle, trotzdem heißt es stundenlang warten. Von der ersten Abladestelle bei Arad habe ich keine Bilder. Tankstopp. Die leidende Zapfsäule gibt mühsam den Diesel her. Und nun geht es weiter durch eine schöne Stadt nach Kalan. Hier laden wir nachts um 11 noch 600 Schuhkartons aus. Alles von Hand. Am nächsten Morgen geht es weiter. Das Ziel heißt Wurpa, unser Verteilzentrum. Hier laden wir auch Stück für Stück von Hand wertvolle Hilfsgüter ab. Konserven, Lebensmittel, Kleider und auch ein paar Geschenkpakete. Die Freude über die Hilfsgüter ist groß. Langsam füllt sich das Lager. In der Abendsonne geht es dann weiter. Eine herrliche Stimmung, ein paar schöne Bilder entstehen. Dieser Adler ist das Denkmal von einer großen Schlacht im Ersten Weltkrieg. Nächstes Ziel war unser Kinderheim in Basna. Leider kam ich nicht dazu, Bilder oder Videos zu machen. Genauso am nächsten Morgen in Cluj, wo ich auch 500 Schuhkartons ausgeladen habe. Letzte Station ist Baia Mare. Hier haben wir eine Suppenküche unterstützt, die jeden Tag für arme Kinder eine warme Mahlzeit kocht. Ein tolles Engagement. Nun geht es wieder Richtung Westen, quer durch die Stadt auf einer schlechten LKW-Umfahrung. Unterwegs das typische Landleben in Rumänien. Direkt am Straßenrand werden die Schweine geschlachtet. Pferdewagen sind unterwegs. In Österreich holt mich dann endlich der Schnee ein. Ich bin gerne bei Schnee unterwegs, doch nur in Osteuropa. Hier im Westen gab es dann Stau. Trotzdem bin ich froh und dankbar, wieder wohlbehalten daheim angekommen zu sein. Vielen Dank für alle Unterstützung. Ohne eure Hilfe könnten wir keine Hilfe bringen.